Neue Pflasterung, neue Bänke, neue Bepflanzung, ein Wasserspiel als Blickfang und natürlich ein neuer Übergang über die Linde. Das Projekt Neugestaltung des Kulturparkeingangs ist abgeschlossen. Was lange währt, wird endlich gut, fasste Oberbürgermeister Silvio Witt das Ergebnis nach knapp einjähriger Bau- und mehrjähriger Planungszeit zusammen. Wir vergessen ja sehr schnell, wie es vorher hier aussah. Also vorher hatten wir hier auf der Neustrelitzer Straße einen kleinen Zugang zum Kulturpark. Das ganze Areal hier vorne am Ring war quasi nicht zugänglich, weil es gab die Brücke nicht, es gab diese Aufpflasterungen, die jetzt um mich herum sind, nicht. Und jetzt haben wir es quasi geschafft, dass wenn man aus der Innenstadt kommt oder von der Neustrelitzer Straße oder vom Friedrich-Engels-Ring, dass sofort anhand der Gestaltung einem bewusst wird, hier ist etwas Großes, dahinter muss sich etwas verbergen, also wie zum Beispiel der Kulturpark. Und das soll gerade Besucherinnen und Besucher der Stadt Neubrandenburg neugierig machen. Offiziell eingeweiht wurde der Eingang zum Kulturpark im Beisein von Vertretern der polnischen Partnerstadt Koszalin. Denn parallel zum Kulturparkeingang in Neubrandenburg wurde in Koszalin eine Freilichtbühne im Pommerschen Park der Herzöge saniert. Als grenzübergreifendes Gemeinschaftsprojekt erhielten beide Maßnahmen eine Förderung aus EU-Mitteln. Es geht bei dieser Kooperation nicht nur um die Baumaßnahme selbst, sondern auch um sogenannte weiche Maßnahmen. Die EU-Projekte haben eine Nachhaltigkeitsperiode von 5 Jahren und in diesem Zeitraum werden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen umgesetzt, an denen sich die Koszaliner und Neubrandenburger beteiligen. Also auch davon werden die Einwohner profitieren können. Nicht nur von den Baumaßnahmen selbst, die weitaus länger als 5 Jahre genutzt werden, sondern auch von den von uns entwickelten kulturellen Veranstaltungen. Anfang Oktober wurde auch in Koszalin die Sanierungsmaßnahme an der Freilichtbühne für beendet erklärt. Workshops, Treffen und Veranstaltungen zum gegenseitigen Austausch werden jedoch weitergehen, auch mit Hilfe der EU. Aufgrund von Beschränkungen und Verzögerungen durch die Corona-Pandemie wurde die Projektdauer um 1 Jahr verlängert. Insgesamt wurden unterstützt durch EU-Fördermittel gut 7 Millionen Euro in das Gemeinschaftsprojekt investiert. Rund 1,76 Millionen Euro davon in Neubrandenburg.